Und so begab es sich, dass er superlässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihrem Schoß auf dem stählernen Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit dem Handkantenhieb lag bestimmt am subadäquat kalibrierten Hirnimplantat. Ist doch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Usta, es geht ums Prinzip. Herzlich willkommen zurück zu Deponia. Oh, was für ein Akt. Du könntest dich ruhig mal leichter machen. Weißt du das? Immer schlimmer. Immer schlimmer, ja. Das kannst du wohl laut sagen. Wo sind wir hier eigentlich? Hey, das ist das alte Schrottminensystem. Damit wurden früher große Lasten direkt bis zur unteren Aufstiegsstation transportiert. Aha. Nichts für ungut, Süße. Jetzt muss ich nur noch ein Schienenfahrzeug finden. Oh, und einen Weg, Golda rüber zu bekommen. Auf geht's! Nichts leichter als das. Und noch einmal herzlich willkommen zurück zu Deponia. Wir haben es endlich geschafft. Wir haben Kuwak verlassen. Wir haben Gol vor den Klauen des Arganon gerettet. Organon, sorry. Ich eben gerade das Intro so aus feindlichen Klauen befritt. Ah, Poki ist genial. Okay, schauen wir uns ja. Oh. Au! Puh, das war ganz schön tief. Das gibt eine Beule. Zum Glück bin ich auf dem Rückgrat eines Idioten gelandet, der nicht so gekonnt gefallen ist wie ich. Oha, zum Glück. Die Brücke hat es wohl zerlegt. Halb so schlimm. Ist ja nicht die erste Brücke, die ich heute hinter mir einreiße. Und Goal? Tja, was mache ich denn jetzt mit Goal? Verdammt. Ich habe eine interessante Idee. Neue Transportmittel besorgen, Goal auf die andere Seite bringen, mit Goal auf die Zone, dann nach Elysium. Okay, alles klar. Schick, schick, schick. Wir haben einen Kran und wir haben Goal und... nicht leichter als das. Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Da muss man kein Genie für sein. Sehe ich genauso. Gut, was haben wir hier? Wartungskasten, nehmen wir den Karanhebel. Jetzt komm schon! Verdammt! Okay, das wäre auch zu einfach. Egal, was dahinter auf mich lauert, ich bin vorbereitet. Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Nur eine defekte Sicherung. Die ist im Eimer. Weg damit. Yeah. Mehr ist wohl nicht zu holen. Okay. Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Ja, definitiv. Okay. Gehen wir erstmal wieder nach unten. Was haben wir hier Schönes? Ein Trichter. Über das Ding da wird Schrott in das Minenfahrzeug gefüllt, wenn es denn da wäre. Ja. Die bewusstlose Frau in Not sitzt auf der anderen Seite der tiefen Schlucht fest. Und hier ist ein rostiger Lastenkran, um Schienenfahrzeuge zu beladen. Da muss man kein Genie für sein. Das stimmt allerdings. Kasten, Tunnelpassage. Oh, Horizont. Wir können uns also den Himmel einmal anschauen. Bis zum Horizont, Tetanus, glänzender Rost und ungesicherte Stromleitungen. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Hat ja schon fast was Romantisches. Sie hat alles ganz gut überstanden. Ich hätte sie während meiner Rast trotzdem nicht unter den Bienenkorb packen sollen. Dieses Mal besorge ich uns ein würdiges Gefährt. Eines, von dem du nicht ständig runterpurzelst. Ich weiß, Hirnimplantat und so. Aber würde es dir etwas ausmachen, über die Schlucht zu springen? Am besten in diesen Trichter da. Na gut, ich lass mir was einfallen. Ja, ich denke auch. Haben wir noch irgendwo was?
Okay. Scheinbar können wir jetzt hier gerade aktuell nicht... Oh. Oh. Unser Inventar ist leer. Hm. Tja, wie sagt man im Film? Alles zurück auf Anfang. Das ist ein außerordentlich interessantes Design. Ein Meinbike? Oh yeah! Genau die richtige Kutsche für meine Prinzessin. Ich sitze hier und wo sitzt sie? Check! Okay. Nichts. Hm. Ich muss aufhören, überall Qualitätsarbeit zu erwarten. Gut, das war ja klar. Was? Scheinwerfer? Was habe ich da jetzt? Ah, die Meinberg-Lampe, okay. Ich habe einen Schrotthaufen. Wenn ich Müllsucher werden wollte, hätte ich in Kuwak bleiben können. Ohne triftigen Grund wühle ich da jedenfalls nicht drin rum. Ist auch besser so. Haben wir was Tropfendes? Meinberg? Hier fehlt doch etwas. Ach, na klar, mein Interesse. Und wahrscheinlich auch irgendwie so eine Art Hebel oder so. Da sind Vögelchen drin. Zur Schaltzentrale. Knopf von hier. Da sind sie gerade. Gucken wir, ob wir reinkommen. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte gut, lieber für später. Das wäre auch zu einfach gewesen. Zum Viadukt. Schauen wir, was uns da erwartet. Huh? Wer ist das denn? Ein rostiges Abflussrohr? Ein Kaugummi, etwas Zahnseide. Ha, das wird eine wunderbare Prothese. Tom-di-dom-di-dom. Okay. Scheinbar ist Rufus nicht der einzige seltsame Typ in dem... Also, ja, nee, ihr wisst, was ich meine. Bis zum Horizont Tetanus glänzender Rost und ungesicherte Stromleitung. Es wird Zeit, dass ich hier... Der Gleisarbeiter hat offenbar seine letzte Weiche gestellt. Badum. Kann man hier was nehmen? Hey du! Nun komm schon da runter! Ups! Ah, ein Schlüssel. Eins steht fest. Das ist nicht der Schlüssel zur Unsterblichkeit. Wortspiel. Ugh, zu hoch. Okay, dann muss ich... Eine Wartungsklappe. Der Kasten ist zugeschraubt, als könnte mich eine popelige Achtkantschraube aufhalten. Naive Tölpel. Das muss der Sicherungskasten für den Signalmast sein. Vielleicht, wenn ich da... Ich muss irgendwo einen Achtkantschlüssel besorgen, sodass ich dann die Weiche vielleicht runterstelle, um mir so dann Schlüssel holen zu können. Er ist komplett verdreckt. Ich kann überhaupt nichts erkennen. Wo ist Toni, wenn man sie braucht? Die steht beim Wenzel unter der Dusche. Können wir den mitnehmen? Ja, schön. Signallampendeckel. Ja, ich gehe gleich mal zu dem Kollegen Dark. Alle Signale stehen auf los. Warum bin ich überhaupt noch hier? Das frage ich mich auch schon ständig. Jetzt haben wir auch noch eine rote Signallampe und eine Mindbike-Lampe. Kann man die vielleicht austauschen? Ha, verrückt. Okay. Deckel zu machen ist wohl nicht. Nö. Okay. Oh, wie cool. Ich finde das immer süß, diese kleinen Gimmicks und Gadgets, die durch die Gegend fliegen. Was haben wir hier? Ah, Schmerz. Man sollte nie betrunken mein Bike fahren. Wegen des Tunnelblicks und so. Andererseits gibt es ja hier auch viele Tunnel. Wow, wow, wow. Immer langsam mit den jungen Pferden. Willst du nicht erst noch Hallo sagen, bevor du dir meinen Flachmann greifst? Hm, wenn's denn sein muss. Hallo. Wer bist du? Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du etwa ein Spion des Organon? Was? Ich? Nein. Mein Name ist Rufus. Ich weiß, dass ich manchmal unauffällig und bedrohlich werde, aber... War doch nur ein Witz, Rufus. Natürlich bist du kein Spion, so wie du rumläufst. Hm? Ich bin Doc. Bastler, Schrottsammler, Ersatzwarenhändler, Neurochirurg.
Mir gehört ein kleiner Laden auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du kennst bestimmt meinen Slogan aus dem Kommunalfunk. Zylinderkopf, normaler Kopf, alles eine Soße. Komm zu Doc. Ich bin der Rufus. Ja, kenn ich. Trifft's ganz gut. Ich bin auch ein Bastler. Ah, ein Kollege. Sehr gut. Woran bastelst du denn gerade? Grob gesagt, an einem Plan nach Elysium zu kommen. Na holla, ehrgeizig ist er auch noch. Das gefällt mir. Hier steht ein Mann, der sich durch offensichtliche Unmöglichkeit nicht von seinem Vorhaben abbringen lässt. Genau. Der sich lieber eine blutige Nase holt, bevor er akzeptiert, dass man mit dem Kopf nicht durch die Wand laufen kann. Genau. Du bist mir sympathisch, Rufus. Immer der Sonne entgegen. Und wenn die Flügel schmelzen, eine Sonnenbrille aus dem flüssigen Wachs kneten. Ja, ich bin schon lässig. Auf jeden Fall. Komische Kombination, genauso wie Schlüsselmacher und Schuhmacher. Ersatzteile und Neurochirurgie? Seltsame Mischung. Findest du? Ich hatte eigentlich immer den Eindruck, dass die beiden Disziplinen recht nah beieinander liegen. Verstehe. Wie Genie und Wahnsinn. Wenn das ein Kompliment war, dann ist es gerechtfertigt. Das denke ich auch. Aber natürlich fragen wir uns, was macht er eigentlich hier? Was machst hier? Du hier? Wonach sieht es aus? Du wühlst wie ein Wombat im Müll nach Essensresten? Ich suche nach Ersatzteilen. Das wusste klar. Ich. Klar, und sonst? Schon was gefunden? Wenn man weiß, was man will, kommt man immer zum Ziel. Hey, das ist mein Familienmotto. Ach nein, warte. Das Familienmotto war, es reicht zu wissen, wie man ein Feuer entfacht. Wie man einen Feuerlöscher bedient, wissen andere. Okay. Nur wir fragen erstmal nach, weil wir müssen auch immer noch wissen, wie wir zu unteren... Ist es noch weit zur unteren Aufstiegsstation? Nein, nein, überhaupt nicht. Super! Sie liegt direkt auf der anderen Seite dieses Schrottberges. Genial! Oh. Gleich hinter dem unüberwindbaren Minenlabyrinth. Oh. Astrein. Okay. Das Beste zum Schluss. Mal angenommen, ein Bastlerkollege hätte ein Problem. Also rein hypothetisch. Bastler kennen keine Probleme. Nur Herausforderungen. Mein Reden. Aber Bastler helfen sich auch untereinander, wenn sie eine solche Herausforderung haben, richtig? Keine Frage. Das ist sogar die zweitwichtigste Klausel im Bastlerkodex. Gleich nach. Zeige niemals der Frau des Bastlers deine Nagelpistole, sonst zeigt er dir seine. Zwischen die Augen. Wichtige Regel. Also schieß los. Was gibt es? Nagelpistole. Ganz wichtig, weil ich glaube, das brauchen wir für den Wenn zum Beispiel das mein Bike nicht anspringt. Du meinst die rostige Schrottlaube da drüben? Wie reagiert sie denn? Naja, sie rattert kurz und geht sofort wieder aus. Da ist wohl mal wieder der gute alte Bremsflügelrundschaft im Dorsalrumpf-Iminator auf der horizontalen Achse invertiert, was? Ja, was? Ja, der Rundschaft, ja, das passiert mir alle Nase lang. Freu dich doch, dass es nichts Ernstes ist. Für Bastler wie uns kein Thema, nicht wahr? Ist es ja auch nicht. Ich wollte nur noch mal eine zweite Meinung einholen. Also wirklich, da gibt es doch keine zwei Meinungen. Der aviale Stromumkehrer ist kaputt. Zum Glück habe ich gerade einen gefunden. Hier. Praktisch. Hey, super. Das ist ja genau das, was ich brauche, offenbar. Was ist? Soll ich dir auch noch beim Einbauen helfen? Nein, so ein Unsinn. Das kriege ich schon noch So hin. Einen avialen Stromdingens einzubauen, das mache ich doch im Schlaf. Ja, das ist mir auch mal passiert. Am nächsten Morgen hat mich meine Frau verlassen. Seitdem schlafe ich nicht mehr auf Wasserbettmatratzen. Ist sonst noch was? Okay, der ist scheinbar wichtig. Ja. Meine Freundin ist zu schwer. So, so. Na, da habe ich genau den richtigen Rat für dich. Wirklich? Oh, jetzt kommt's. Ja, lass die Finger von solchen Frauen. Da holt man sich nur einen Beckenschaden. Danke. Ist sonst noch was? Er hat ja gesagt, dass er Neurochirurg ist. Das könnte Meine Freundin hat ein defektes Gehirnimplantat. Da kommst du zu genau dem Richtigen. Es muss Schicksal sein, dass wir uns begegnen sind. Heißt das, du kannst es reparieren? Und ob? Perfekt. Allerdings nicht hier. Oh. Bring sie doch einfach morgen zu mir in die Praxis auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Morgen, sagst du? Mist.
Das ist zu spät. Nein, nein. Man kann wochenlang mit einem defekten Hirnimplantat rumlaufen, ohne dass es ernsthafte Folgeschäden nach sich zieht. Meine Frau lief sogar 2 Jahre lang mit einem verschmorten Hirnlappenchip durch die Gegend. 2 Jahre? Ja. Sie hat nur noch Kauderwelsch geredet. Peinlich eigentlich, dass ich es nicht bemerkt habe. Ist sonst noch was? Nein, den Rest kriege ich allein. Nichts, was ich nicht auch allein in den Griff bekomme. Sehr gut. Selbst ist der Mann. DIY for the win. Okay. Eigentlich sind wir mit unserer charmanten Art auf dem besten Wege, alles allein zu klappen. Aber man kann ja mal nachfragen. Du scheinst dich gut mit Frauen auszukennen. Ha! Und ob? Wieso fragst du? Das ist klar, aber man kann sich eine zweite Meinung einholen. Meinst du, jemand wie ich könnte jemals etwas mit einer Elysianerin anfangen? Oh, Rufus. Ich sage immer, mit Frauen ist es wie mit dem Bau eines Stromumkehrers. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Hä? Aha. Ein Freund von mir kennt da eine Frau. Er glaubt, dass sie wirklich was für ihn übrig hat. Aber? Aber nun ja, sie ist sowas wie verlobt. Oh je, Rufus, du kennst Leute. Also, die Situation ist eigentlich so simpel wie der Bau eines Stromumkehrers. Solange der Mauve Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauvem Flansch geben. Ist doch logisch. Hä? Okay. Scheinbar sind das verschiedene Tipps. Na, wir gucken einfach mal, was das, oder wir hören uns an, was das kann ein einfacher, aber super lässiger Typ aus der Unterschicht gegen einen reichen Elysianer konkurrieren? Sis, sis, sis. Es ist doch immer wieder die alte Geschichte. Die Liebe mag einen Flügel verleihen, aber ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. So ist nun mal der Lauf der Dinge. Das sind für mich irgendwie alles nur böhmische Dörfer gerade. Was kann ich tun, um eine Frau für mich zu gewinnen, die bereits in festen Händen ist? Tja, dafür gibt es leider kein Rezept. Aber wenn du mich fragst, würde ich mir ein Beispiel am Stromumkehrer nehmen. 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. So einfach. Ach, vergiss es. Ich weiß mehr über Frauen als jeder andere. Ah, ein Frauenversteher bist du auch noch. Na, dann hoffe ich, dass ich trotzdem irgendwie helfen konnte. Ganz bestimmt. Ja. Wie sagt schon ein sehr berühmter Dichter, hier stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so schlau als wie zuvor. Ist da Schnaps drin? Der beste Freund des Bastlers. Ja, beruhigt die Hände, befreit den Geist, senkt die Hemmschwelle, die Hände in die Nähe von schnell rotierenden Sägeblättern zu halten und wirkt sowohl desinfizierend als auch schmerzlindernd. Bedien dich ruhig. Es ist genug für uns beide da. Das klingt gut. Okay. Ich muss dann mal wieder. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. Und komm mich mal auf dem schwimmenden Schwarzmarkt besuchen, falls wir uns hier nicht mehr sehen. Ja, mal gucken, ob es denn... Vielleicht gibt es ja irgendwie einen Sonderexpressway von Elysium nachher hin. Erstmal ein Schnappes. Schnaps. Einen Schluck, hab ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla, bla, bla. Oh. Habe ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was zum... What? Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt. Unter anderem. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Tja, wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki. Okay. Was haben wir hier? Das ist der aviale Stromumkehrer. Okay. Beschmutzter Spiegel. So wirklich was zum Abwischen haben wir jetzt gerade nicht am Start. Vielleicht können wir ja vom Skelett noch irgendwie ein paar Stofffetzen abgenabbeln. Ein Bein reicht mir. Okay. Na gut, ist ja auch erstmal nicht weiter wild. Wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal den avialen Stromumkehrer. Und werden jetzt mal das Mike
mein Bike in Betrieb setzen. Dann wollen wir mal. Upsi, immer das Gleiche mit diesen Ravioli-Umdrehern. Hoffentlich ist er noch heil. Schlimm mit diesen Ravioli-Umdrehern. Okay, jetzt müssen wir doch in den Schrotthaufen reingreifen. Wo ist das Ding hin? Ah, da. Und da. Und da. Und hier ist noch ein Teil, das sieht genauso aus. Verdammt, was gehört denn jetzt dazu und was nicht? How? Ha. Kubischer Korpus, sphärischer Korpus, konischer Korpus. 4 Tipps. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Ah, Schraubmuffe an den sphärischen, hat er gesagt. Aber die Klemmmuffe niemals an einen kubischen, also muss die auf diesen konischen drauf. Okay. Jetzt ergibt alles Sinn. Solange der Mowe-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mowe-Flansch geben. Mowe-Farben, Kobaltfarben, Smaragdfarben. Also der gehört auf jeden Fall nicht an den sphärischen dran. So viel steht fest. Ich denke mal, die Steckmuffe dann hier an den kubischen gehört. So nach Ausschlussprinzip. Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein binausaler. Das ist hier die aviale. Also denke ich mal, wird es wahrscheinlich eine der Dorsalen, eine der Binausale oder umgekehrt oder wie auch immer sein. 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. Okay. 4 Speichen, Schrauben, sagt er. Da. 2. Klemme mit 2 Speichen. Okay, dann ist also der mit 3 Speichen für den hier übrig. Das ist natürlich nur die Frage, ein Flansch, aber das können wir eigentlich nach dem Ausschlussprinzip machen. So einen Stromumkehrer baue ich doch im Schlaf. Ab ins Inventar damit. Ob ich noch einen zweiten zusammenbekomme? First Strike. Nicht schlecht, Rufus. Du bist ein Naturtalent. Den dritten baue ich auch noch schnell zusammen. So, ich wette, der Doc hätte das nicht so grandios gut hinbekommen. Fast beim ersten Versuch. Geil, geil, geil. Sagt das Questlock. Neu zusammensetzen. Ins Minebike einsetzen. Minebike in Betrieb nehmen. Auf Kehrgleis bringen. Weichnebel finden. Weiche stellen. Okay. Erstmal eins nach dem anderen. Erstmal bauen wir den Avialen mal hier ins Minebike. Und es hält. Ha, ich meine, natürlich hält es. Kinderspiel für einen Profi. Gut. Das ist der Dorsal und das ist der Binausal. Das ist ein total komischer. Signal, Spiegel. Ich brauche ja noch die Sicherung dann für den Kran. Wir mal. Vielleicht finde ich die ja im nächsten Screen. Wie ein Kätzchen. Mit Asthma. Ein cooles, explodierendes Asthma-Kätzchen. Und los geht's. Yippie-yay! Ein Hebel! Wow, was für eine Fahrt. Wo ich wohl gelandet bin? Hey, Moment mal. Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. Nur, dass ich in die andere Richtung gucke. Sie müssen die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Oder aber... Ich bin im Kreis gefahren. Ich befürchte Letzteres. Was sind denn hier? Ein Schalter? Schalter! Ich wusste, dass das passiert. Okelidokeli. Schlüsselkasten. Eine Kontrolltafel. Knopf. Mindball. Wir können auf jeden Fall hier raus, wie es aussieht. Ich schlage vor, darum kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich mache jetzt erstmal hier einen kurzen Boxenstopp sozusagen. Ja, nicht einschlafen, Rufus. Ihr könnt euch nochmal kurz was zu trinken, zu essen oder was auch immer hollen. Und dann geht es weiter in der nächsten Folge, in dem wir rausfinden, wie wir den Kran in Betrieb nehmen, wie wir Goal verladen und
straight zur unteren Aufstiegsstation flitzen können. Flitz, flitz. Sozusagen. Okay, alles klar. Bis dahin. Rinjaon. Noch nicht wieder einsteigen. Bist du wohl. Also. Keine Möglichkeit vorschützen, Rufus. Ja. Ciao.